Irgendwie ist doch scheiße hier mit der Schule. Doch in Elektro? Nee, nee, ich bin ganz oben in Berezino noch. Ah ja, stimmt, genau, da hat sich schon ausgelockt. Arena-römisch. Ich habe immer noch keinen Rucksack. Ah, stimmt, gefunden. Ich hatte so einen geilen texanischen Akzent, als du es machst. Oh mein Gott! Nein, dann fange ich jetzt auch nicht wieder an. Und beim Nudeln musste ich daran denken. Natürlich direkt wieder entdeckt von fucking Zombies. Hässliche Kackteile. Mir ist aufgefallen, dass mein Tisch mittlerweile knackt. Ich glaube, ich muss ihn mal nachziehen. Muss ich bei meinen Stühlen auch unbedingt machen. Oh ja, das muss auf jeden Fall. Hab ich immer noch nicht gemacht, ey. Irgendwann wird da jemand nochmal zusammenbrechen, ohne Scheiß. Sogar eine Haftungsfrage. Ab jetzt, weil okay, in der Schule gespawnt ist. Nein, nicht mich hauen. So, Feuerwache FTW. Leer, sehr gut. Leer gefällt uns schon mal nicht. Ja, jetzt ist was in der Schule? Ja, natürlich! Boah, geil, G17. Das ist auch schon mal nice. 34 Schuss, was will man mehr? 38 Schuss. Folgen mir die Zombies jetzt oder what? Erstmal langsam rausgeschaut. Ohne. Ja, sicher. Gib mir auf die Fresse, du Spasti Zombie, ey. Oh nein. Ich spüre schon wieder den chinesischen Akzent. Und Spaß, den chinesischen Akzent, das ist kein Scherz, den kann ich nicht auf Kommando. Ja. Ich muss mir jedes. Ja, sicher! Ihr miesen Molucken. Haut mir da auf die Fresse. Nein. Also, super, jetzt muss ich einen Runner durch Elektro machen bei den mega starken Zombies oder was? Aber die Winchester, die lockt aber mittlerweile auch so den einen oder anderen Zombie an. Ja, die ist voll leise von dem realistischen Geräusch her, war aber irgendwie. Mach die kurz puff und alle hören nicht drüber. Ach du Scheiße! Warum sind die Zombies gerade durch die Feuerwache gerannt? Das hat mich total fasziniert. Gar nicht gerechnet hab. Fand ich voll gemein. Oh geil, Crossbow. Lava, ein Crossbow mit zwei Pfeilen. Nice. Das ist jetzt aber echt eine geile Waffe. Boah, guck mal, was liegt denn da? Noch ein Crossbow. Zombies erstmal genutzt. Okay, geil. Mit 4 Pfeilen. Das hat aber echt Style. Ja, genau. Jetzt lauf durchs Fenster durch am besten. Die Zombies machen Geräusche irgendwie, die mich an Hardy erinnern. Oh Gott! Okay, renn. Da raus. Und da wieder rein. Was ist, oh Gott? Voll viele Zombies. Warum sind die mittlerweile auf dem Mega-Schlauch? Wo war denn hier nochmal der Ami-Zeltplatz? So. Da! Haben wir da ist er. Ein schönes liegen. Marker auf, Roadflare, eine Watch. Cool. Oh geil. Das kann gar nicht sein, was gerade passiert ist. Das ist quasi unmöglich. Was ist denn passiert? Geht doch. Textil. Ich habe halt aufgrund eines Bugs durch zwei Wände hindurch einen Bolzen geschossen.
Ah, das ist dir aufgefallen, als du den Bolzen versucht hast wiederzukriegen. Ja. Man kann mittlerweile auch Zombies hiden. Das ist mir neu. Ist das mir aufgefallen, was ich gerade gemacht habe? So, super. Jetzt habe ich noch zwei Bolzen von dem, als hier ist doch alles Schwuppel. Cool, der hat einen Bolzen. Schwuckele. Okay, habe ich die Zombies gerade ernsthaft abgehängt? Wie dumm sind die denn? Wenn da noch schön ist. Kommt noch eine Bandage. Nochmal so ein Steelbolt. Lol, der ist nicht umgefallen. Das ist doch ein Scherz! War doch kaputt! Toll. Ah. Pfeile auch verschwunden. Alles Kackjes. Alles Kackjes. Kackjes, yes, yes, yes. Ach Menno, ey, wie viele Zombies laufen Elektro denn rum? Leck mir doch den Joggern. Den Joggern? Den Jaggern. Ich bin in die Schule. Ich bin noch nicht gespawnt. Ah, da sind Sachen gespawnt. Zombies sind ganz schön dumm. Oh Spaß, einer der Zombies hat sich an wie Hardy. Ja, was sagt er denn so? Miaut, ja? Achso. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, als ich den Delsi-Commander gestartet habe, ob es neue Versionen gibt, aber scheinbar scheint unsere noch in Ordnung zu sein. Ich habe darauf geachtet, gibt keine. Ja, sehr gut. Jetzt habe ich eine rote Ping. Ditto. Okay, pass auf, das ist jetzt ein verkackter Zombie. An sich kein Problem. Und jetzt ist der weg. So eine rote Ping eigentlich? Hatte, jetzt nicht mehr. Okay. Guck mal, ob in den Zelten mittlerweile was Neues gespawnt ist. Offen waren wir drauf. Ich renne hier mit meiner Winchester rum und hatte eigentlich auf was Besseres gehofft bei 4 Military Spots. Aber? Aber sieht bisher noch nicht so aus. Immerhin habe ich eine Secondary Weapon gefunden, weißt du, die so aussieht wie die... Ach, wie hießen die nochmal? Scorpion. Ah, ja. Ja, genau. Die SA irgendwas. Ja, genau. Da hat mir nichts in den Zelten, ist nichts gespawnt. Oh! Sag mir nix, in den Zelten ist nix gespawnt. Sag mir nix, in den Zelten ist nix gespawnt. Das hat nicht gerade gesagt. Sag mir nicht, in den Zelten ist nix gespawnt. Sag mir nix, in den Zelten ist nicht gespawnt. Erstmal am Weg hier eine Zombie-Leiche rapen. So wie ich das gehört. Jetzt einmal reingesteckt und rübergecrouched. Ja, auch in diesen schwierigen Zeiten muss man seinem Bedürfnis nach sexueller Befriedigung nachkommen. Ja eben, was sollen wir machen? Sonst werden wir alle total schlecht drauf und irgendwie pissig. Oh ja. Oh, verschluckt. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. So, jetzt. Alles wieder gut. Was liegt hier denn Geiles rum?
Also das ist wie eine Porno-Zeitung. Ach, kommt schon, die hässlichen Kackzelte. Ach, fuck, Dinger. Auf ich habe schon Gebäude. Sofort wieder das Problem, respektive das Privileg, dass ich medizinische Ausrüstung habe, aber mich selbst halt im Sachen Leben nicht aufwerten kann. Das ist echt scheiße. Ja, ja, Morphin hilft dir ja schon. Ja, aber das ist nicht das Problem, dass ich jetzt gebrochene Beine habe. Ja, das stimmt. Ja, ich würde mir auch ganz gerne mal ein Bloodbag selbst geben, aber... Impossible. Du brauchst jemanden, der das hält, weißt du? Du kannst das nicht selber halten. Ja, oder an einen Baum hängen oder so. Mal geile Idee. So, wie werde ich jetzt die Zombies los, wenn ich die roten Dinger hier aufs Ding nehmen will? Ich glaube, einmal durch den Supermarkt laufen ist eine super Idee. Ja, super durch den Supermarkt laufen? Das oder einfach eine Runde super. Laufen, ist glaube ich auch eine gute Idee. Und... Oh ne, versagt. Ja, ich glaube, das hat funktioniert. Ach, was für Bobby-Zombies. Nichts so, das ist die kirchliche Kirche. Da ohne Spaß, wie viel Spaß die Leute haben müssen, ein Zelt hier irgendwo hinzustellen, wa? Oh ja. Das scheint irgendwie echt der neue Volksspot zu sein. Ah, hier, wenn man Gott sehr Namen sein möchte, kann man einfach jetzt in der Kirche übernachten. 19,99 die Nacht nur. Morgens mit einem leckeren Hostienfrühstück. Mal geil, Brot und Wein zum Frühstück, kann ja wohl alles. Wer das eine Woche Spezial buchte, der kriegt den Leib Christi gratis dazu. Ich bin schon wieder so grau, war das doch echt zum Kotzen, wie viel Pech ich hab, seitdem ich da erstmal gestorben bin. Bram in the Grey. Klingt bei Gandalf irgendwie besser. Ja, aber liegt denn hier rum? Oh, Gandalf, der Grüne. Der raucht doch so viel. Der smokt sich doch immer hart ein. Ach, leck mich! Bist du tot? Nee. Ein Zombie hat mich erwischt. Ich glaube, ich muss jetzt sofort mit meiner feinen Winchester schießen. Uhu. Tja, ich würde sagen, ich mache jetzt auch mal Abgangselektro. Scheiß, rote Gebäude sind gefährliche Geschichte. Irgendwie kommen die einem viel weiter hoch, als ich das gewöhnt bin. Ja, du mich auch. So, jetzt gib mir doch bitte einen Ruck. Hm, hier ist gar nichts gespawnt. Boah, na doch. Ist nicht dein Rucksack drin? Naja. Oh, in den Supermarkt gehen. Ach ja. Was ist los, Bram? Du klingst so... Zwei komische Fucker. Ja, wir laufen zwei Zombies hinterher und ich hab noch nicht so den Plan, wie ich die Abschüttung so... Das Problem ist, ich hab nur einen Schuss im Lauf. Weil ich halt einen Bogen hab. Ja, das ist natürlich eine Schwierigkeit dann. Hör mal, ist dir dann auch schon mal aufgefallen, dass die Zombies bis nach ganz oben in den roten Häusern hin und her hinterher rennen? Roten Häusern? Irgendwann ja, die roten Häuser, die beispielsweise nördlich bei Tscherno im Krankenhaus gegenüber vom Krankenhaus stehen. Echt? Laufen die bis nach oben hinterher? Die sind mir komplett bis nach oben hinterher gelaufen, ja. Was? Jetzt musste ich hier einen töten. Die Frage ist, ob jetzt die ganzen anderen, die ich dadurch angelockt habe, auch wirklich jetzt bis nach ganz oben laufen, weil das wäre ein Problem.